Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den großen oder den Bruder von Big Boy hier rangekarrt und mittlerweile haben wir schon zwei Big Boys und drei von seinen Brüdern. Oder sogar vier gleich mittlerweile, vier sogar. Und hier geht gerade einer der kleinen Boys auf Reise, weil er darf jetzt Big Boy werden. Jetzt wird nicht Stück für Stück unsere Truppe, die hier unterwegs ist, zu Maschinen der Superklasse umgebaut. Ich sehe es gerade. Unsere zweite Anlage ist nun mittlerweile auch in Betrieb. Der pure Wahnsinn. Ich tue mir in dem Moment auch mal upgraden, weil es ist besser, wenn wir hier schnell das ganze Zeug durchkriegen. Und das Zwischenlager auffüllen. Ich sehe schon, die Anlage funktioniert auch super. Und wie es ausschaut, wird jetzt hier Stück für Stück das Ganze auch in Funktionalität umgewandelt. Das waren ja 15 Megawatt, was das produzieren kann. Wait, jetzt habe ich irgendwie gleich was verrechnet, oder? Warum habe ich jetzt hier mehr drin? 18? Okay, es sind nur 18 Megawatt und wir nutzen hier halt... Doch, wir nutzen die 18 Megawatt. Ich habe mich verlesen gerade eben. Hoppala. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, mehr zu machen. Um eine Reihenfolge zu machen, tun wir das nur als zweites hochfahren. Weil das ist dauernd in Betrieb... Aber wird nur als zweites genutzt. Mit der doppelten Kapazität jetzt sind wir natürlich noch ein bisschen besser dran. Ist der Freund hier unten noch richtig eingestellt? Yes, super. Bedeutet, das schaut auch schon gut aus. Was mir nicht so ganz gefällt, obwohl jetzt gerade schaut es wieder ganz gut aus, ist der Freund hier unten. Ja, du bist es gar nicht, ne? Doch, du bist Wartung 2. Kommen wir mit Wartung 2 noch auf die nötigen Sachen? Ja, okay. Das schaut nur so aus, als ob wir runterfallen. Jetzt ist unser dritter Boy, Alter. Die übernehmen mittlerweile einfach. Das ist der Wahnsinn. So haben wir jetzt 4 von den Großen und 4 von denen. Wir haben dann 6, 3 noch übrig. Da sind noch 2. Wir schauen mal, was passiert am Ende, wie viele am Ende übrig sind noch. Die tun wir auch noch upgraden. Weil die Kleinen können halt in der Mine absolut dann nichts mehr anfangen. Die Mine ist halt absolut nur noch für Große dann ausgelegt. Die Kleinen werden mit einer Schaufel halt fast schon befüllt. Das ist unnötig in dem Fall. Und die großen Bagger brauchen halt einfach diese Kapazität. Ansonsten brauchen wir so viel LKWs wieder. Aber mit ihnen können wir Großprojekte durchsetzen. Das ist halt eine echt coole Sache. Eine der Großprojekte wird wahrscheinlich hier oben irgendwann stattfinden. Vielleicht würden wir die auch gleich mal beginnen. Plan ist, neben dem Weg, den wir haben wir eh zum Glück schon hier hoch, einmal quer durchgraben und dann, obwohl, am besten ist wahrscheinlich, wenn wir hier drüben uns durchgraben. Hier einfach mal durchgraben und den Pfad hier auffüllen anfangen. Und dann diese Peninsula irgendwie... auch durchgehen und dann alles hier voll kippen und schauen, dass wir wirklich diese Ecke verschließen können, weil hier ist die ja dicht, wie es ausschaut. Ich glaube, da sind wir überall dicht. Der einzige offene Part wird der hier und hier müssen wir zukippen. Und wenn wir hier Stück für Stück uns durcharbeiten können, mit einer fetten Mine, dann wären wir auf dem richtigen Weg. Also müssen wir uns so anschauen. Unser Tankstand, ne, struggelt gar nicht, schaut nur so aus ein bisschen. Das hier schaut auch alles super aus. Mit 60 Megawatt sind wir hier dabei aktuell. Ich glaube, da haben wir jetzt einen guten Vorrat für die nächste Zeit. Es schaut jetzt irgendwie so knuffig an, wenn man sich die Bagger anschaut und dann wechselt man hier rüber und sieht diese Truppe fahren. Dazwischen diese Mini-LKWs, die halt einfach so groß sind wie eine Schaufel. Und die Bagger, die sich dann hier zwischensetzen und versuchen, das Ganze durchzuarbeiten. So. Wir müssen nicht der Mine hier auch wieder einen Auftrag geben. Dann haben die nicht auch wieder was zu tun und dann läuft es hier auch langsam in guter Manier weiter, könnte man sagen. Hier wird auch langsam und ganz schön aufgefüllt wieder. Schauen wir uns doch mal aktuell die Kupferverteilung an. Hier ist überall halt Kupfer, das ist brutal. Das hat The Rower schon immer recht, hier ist Kupfer ohne Ende.
Oh, wir können jetzt bald Gold machen. Holy shit. Okay, jetzt bald sind wir im Goldzeitalter. Wie man so schön sagt. Ich glaube, die LKWs freuen sich, wenn sie nicht mehr Kupfer sehen müssen. Sondern reine Transporter sind. Ach, sie sind sogar kompatibel mit denen. Und erst nur den kleineren, oder? Du bist irgendwann halt nicht mehr nutzbar, wenn wir die kleinen LKWs haben nur noch. Na, okay, Eisen ist jetzt aktuell. Ja. Die Mine ist halt einfach komisch. Die kriegt von mir jetzt hier nochmal eine Reihe mehr. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Es ist zu komisch. Wie viel Kupfer da drin ist in dieser Schaufel? Wo bleiben denn die Riesen? Warum wollt ihr alle zurück? Fahrt verblödet nochmal nach da unten. Lustigerweise haben das gerade alle. Und die kommen natürlich nicht hier zurück, weil hier einfach der Pfad nicht breit genug ist. Glaube ich. Ach, sind wir durch? Haben wir die Aufgabe erfüllt? Scheint so, ne? Gut, meine Freunde, dann heißt es, den Turm einen neuen Bereich angeben. Und ich glaube, wir fangen halt echt mal hier hinten an. Ich hätte gerne ein Gebiet, das fürs Erste von da nach da reicht. Dann brauchen wir erstmal Planierarbeiten. Wir brauchen einen eigenen Pfad. Und hier müssen wir anfangen, das Ganze auszuheben. Also fuck, das war das Falsche. Oh. Goddammit. Ach, das ist doch wieder scheiße, so. Wir bauen hier draus die größte Mine, die es gibt. Die wollen alle nach da hinten. Das ist irgendwie... Ich verstehe. Warum? Wo kommst du her und wo willst du hin? Ach, das ist der kleine Bagger. Der kleine Bagger checkt's. Ist der Weg hier echt und nicht breit genug? Ich glaube schon, ne? Können wir als Aufgabe irgendwie den Weg hier ein bisschen breiter machen? Und dann hier irgendwie so machen, dass die hier runterkommen? Die brauchen leider Platz, das ist echt schlimm. Könnt ihr nicht zu eurer Aufgabe fahren? Der einzige, der fährt, ist unser Mini-Bagger. Oh, hä? Ah, jetzt kippen sie. Abschleppen. Die machen gerade die Arbeit, um die sie gebeten haben. Goddammit. Ich will ja nicht sagen, sie machen ja das Richtige, aber aha. Wie sind wir denn jetzt damit? War nicht schlecht weit.
Wenn wir schlau sind, machen wir schnell hier noch einen Pfad hin. Wenn die LKWs das hinkriegen, sind wir nicht auch gleich an der Schrägen. Kommt schon, Jungs. Den Platz müssen wir umsetzen. Sobald wir alle abgegradet haben, wird der umgesetzt. Ich sag's euch. Schau, jetzt kommen die hier schon mal durch. Können Kohle nachfüllen, da freuen sie sich drauf. Super, Alter, diese LKW-Armee von Transportern, die nur Kohle verfahren wollen. Jetzt rein theoretisch müsste doch langsam genug Platz frei sein, oder? Wir kippen gerade eine komplett neue Straße. Das ist wieder zu dumm. Haben wir so viel Kohle gerade verbraucht? Ich muss mal die Mengen verfolgen. Ich glaube, das war die ganze LKW, die gerade rumgefahren ist. Ich finde es zu lustig, dieses Wuseln, was hier passiert. Ja, jetzt schaffen sie es. Schau, ja, da ist die ganze Truppe unterwegs. Nimm deine scheiß Kupfer, das ist mir so wurscht, das Kupfer. Okay, die großen Bagger könnten ein bisschen brauchen. Die erste fährt schon. Hier fehlt immer noch ein bisschen Material. Es dauert einfach, dann sollte es passen. So. Fährt der erste mittlerweile nach hinten. Wir brauchen für euch eine Tankstelle da hinten, ne? Alter, diese Truppe. Ihr habt eine neue Riesenmine erhalten, Freunde. Kümmert euch um euren Dienst. Die Kollegen kippen für euch extra den Hang auf. Müssten wir so oder so machen, weil wenn wir hier irgendwann die Kohle wollen, wird es eng. Wie schaut's aus? Ihr müsstet doch bis hinter kommen, oder? Warum ist das alles nicht möglich? Oh, weil der Pfad dafür nicht ausgelegt ist. Schill mit Dill. Freunde, ich hätte für euch meine Hauptverkippaufgabe. Vergisst mal gerade den ganzen Rest, den ich euch aufgegeben habe. Baut mir eine Brücke, verdammte Scheiße. Brauch eine drei breite Kupf. Einfach eine Brücke. Aus Sand. Könnt ihr das? Ich schicke sonst Freunde zur Unterstützung. Die können das ganz gut, die haben das gelernt. Oder am besten ist es, warte mal, bevor wir das hier anfangen zu verkippen. Nee, so und so. Und wir graben hier einfach einen Pfad rauf. So schaut's aus. So. Leute, ihr habt einen Auftrag. Da kommt ihr auch nicht hin. Wollt ihr mich verarschen?
Geht das? Okay, neue Idee. Wir brauchen eine direkte Straße darunter. Was ist das? Hä? So, warte mal. Und wo haben wir euren Bereich jetzt wieder? Du kannst mir nicht erzählen, dass ihr das dann nicht erreicht. Das ist erreichbarer als erreichbar. Haben wir es jetzt? Ja, jetzt fährt der erste schon freiwillig los. Ach, scheinbar haben wir noch drei kleine Laster, die wir upgraden müssen. Dann ist die Truppe eh schon upgraded. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Jungs. Großbaustelle, Jungs. Los geht's. Riesiger findet kein Ziel. Das habe ich jetzt schon wieder. Das habe ich schon raus. Riesiger findet keinen Last und kann sein Ziel nicht erreichen. Welches Ziel will er denn erreichen? Du hast doch gar kein Ziel mehr. Kann das sein? Wo willst du hin? Schön, aber die werden auch langsam geupgradet. Bedeutet, dann ist die Mine hier vor allem im vollen Gange. Zu welchem gehörst du? Du gehörst zu der Gruppe da unten, ne? Weißt du was, wir vergeben die Aufgabe jetzt neu, damit euch nur darum kümmert, was eigentlich eure Aufgabe jetzt ist. Und zwar den Weg da bauen. Oh, die Verfahren ist jetzt alles wieder hinter. Ist ja nichts mehr zu tun. Und dann... Bevor ich jetzt die Scheiße baue, machen wir das jetzt hier so. Und hier so, dass wir hier einfach außenrum sozusagen Kippen anfangen. Dann haben wir für Notfälle noch Wege. In Zukunft muss es dann so oder so wieder abgetragen werden, aber besser als, dass ich das jetzt komplett verkacke. So. Und so. Dann verkippen wir nicht hier alles einfach. Was ist dein Problem schon wieder? Wo willst denn du schon wieder hin? Der ist voll genug oder haben wir keinen Sandplatz mehr? Ist doch hier überall Sand erlaubt. Ich weiß nicht, was er hat. Hier wurde schon was anderes verkippt, aber dazu sage ich jetzt mal nichts. Ich hab's exakt zwar hier hin. Plus Sand darfst du auch verkippen.
diese LKW so gefordert irgendwann sind, das ist ja echt schlimm. Wo will denn der hin? Es gibt genug Verkippplätze hier. Fahrt doch einfach, macht einfach. Es kann nicht so schwer sein. Der scheint... Was hat er denn? Kann nicht erreichen. Oh, das Windsand ist dumm. Ja, schon, wir tun jetzt das hier verbessern. Das auch gleich verbessern. Dann kommen, dann tun wir gleich alle verbessern. Solange es geht. Tja, es geht sich genau aus. Dann sind alle Lager verbessert. Wir finden Lager-Sandplätze und dann muss keiner rumheulen, dass wir Sand brauchen oder einen Lagerplatz suchen müssen. Wie schaut's mit der Baggerschaft aus? Ja, schaut gut aus. Haben sie es jetzt? Der weiß immer noch nicht, was er tun soll. Ich glaube, dem helfe ich mal kurz. Jetzt hat er das gecheckt. Guter LKW. Es sind immer noch zwei. Ja, an Konstruktionsteilen liegt es aktuell einfach. Oh, das ist ungut. Wenn die Produktion eingeht, jetzt langsam haben wir ein Problem. Warum? Weil Elektroteile fehlen. Warum fehlen Elektroteile? Weil die Kupferverbindung zu langsam ist. Upgraden, verbessern, nachfüllen. So schnell wie möglich. Euch dann auf Heuhochleistung bringen. Wir brauchen tonnenweise Nachschub, ansonsten muss ich noch eine weitere Gruppe davon bauen. Euch tun wir auch verbessern. Hier müssen Tonnen durch. Das Problem ist, weil wir zu wenig von denen kriegen, oder wie? Und dann stoppt der Produktionshaushalt immer wieder ein bisschen. So wie es aktuell ausschaut. Oh, als wenn die Ressourcen auch klappen. Ich hoffe, da kommen jetzt mehr an. Wollte ich auch noch verbessern. Weil da immer so wenig rauskommt. Muss ich davon jetzt noch einen machen? Hahaha, ha, ha, nicht gut. Jetzt kommt wieder Masse, super. Ich glaube, sobald wir Masse kriegen, können wir hier auch mal die Massenproduktion anstreben und dann sollte das auch schneller gehen. Wer frisst denn gerade das schon wieder? Ich habe jetzt halt zu viel gleichzeitig gleich angeschaltet. Ungute Sache. Ich glaube, du musst jetzt auch da nachproduzieren, okay. Dann lassen wir die mal auf Hochleistung alle laufen. Wird schon, sage ich nur. Wird schon. Liegt es immer noch an der Produktionsleistung von ihm hier? Ja. Die eine Anlage tut dem kompletten Rest aufhalten.
Hier muss ich eine größere Anlage hin tun. Muss ich halt noch ein bisschen mehr hier hinbauen. Bauen wir eine eigene Anlage nochmal für Kupfer hin oder sowas. Dann sollte das auch nochmal den Ablauf ein bisschen verschnellern. Ich weiß auch nicht mehr, wohin soll. Hey, was habt ihr alle immer für Probleme? Ey, da darfst du doch ganz normal auf der Karte verkippen. Gibt's keine Richtlinie zu. Jetzt hat er es kapiert, dass es da kippen kann. Oh, Dummheit kann man leider nicht schützen. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie es ausschaut, geht es langsam wieder in die richtige Richtung. Auf jeden Fall, die Wartung geht wieder nach oben. Und wenn wir jetzt hier auch die Lager langsam so gefüllt haben, natürlich, wir tun hier gerade Upgrades machen. Wir sind jetzt hier zum Glück schon beim letzten. Dann müsste unsere Truppe hier auch vollzählig sein. Ja, dann ist sie vollzählig. Dann wird das hier auch wieder bald aufhören. Dann wird es nur noch gelagert. Er hier ist schon wieder auf einem guten Weg. Bedeutet, wenn es hier so weitergeht, sind wir gut auf Lager. Es fehlen hier nur noch ein, zwei Kleinigkeiten. Hier, die Platten, die wir produzieren, sind ein bisschen im Rückstand. Aber weißt du was? Die geben wir jetzt auch noch einen kleinen Schub. Das ist natürlich nicht auf die Masse jetzt ausgelegt, wie ich es jetzt gerade nutze. Aber wenn wir das jetzt anpassen, dann sollte es auch funktionieren. Und dann sollten wir auf einen grünen Zweig kommen am Ende. Aber ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.